Yo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem Video. Und ja Leute, im heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie ihr die seltenen Netzoberteile bekommen könnt. Das Ganze geht mit der aktuellen Eventwoche und zwar mit den Konkurrenzkämpfen. Und zwar gibt es ja in dieser Eventwoche wieder die Eventware. Und ja, mit dieser Eventware könnt ihr euch den grünen Netzoberteil und das pinke Netzoberteil könnt ihr diese Woche bekommen. Ihr müsst einfach nur so lange eine Lobby suchen, bis ihr eine Eventware bekommt. Wenn bei euch jetzt kein Event oder sowas angezeigt wird, dann müsst ihr einfach in ins Aktionsmenü gehen, auf Markierung ausblenden und dann müsst ihr einfach nur die Events auf einstellen. So, seid ihr dann in einer Lobby angekommen, wo auch die Eventware zugange ist, begebt euch einfach dann zum gewünschten Ort. So, ihr müsst einfach nur ein paar NPCs erledigen, wenn ihr jetzt dabei drauf gehen sollt, ist aber auch gar kein Problem. Ihr könnt unendlich lang wieder spawnen. Ihr solltet allerdings die Zeit im Blick behalten, denn sobald die Zeit abläuft, könnt ihr die Kisten auch nicht mehr im Nachtclub abliefern. So, wir schnappen uns einfach eine Kiste. Sobald wir die Kiste geschnappt haben, begeben wir uns dann wieder zum Nachtclub. So einfach mit der Kiste in den Nachtclub einfach rein. Und ja, in meinem Fall habe ich jetzt das grüne Netzoberteil bekommen, was auf jeden Fall schon sehr selten ist. So, jetzt können wir mal zusammen am Kleiderschrank mal gucken. Und zwar geht ihr einfach nur dafür dann auf die Bodysuits und dort werdet ihr dann den Drahtoberteil dann finden, den ihr euch dann gerade geholt habt. Und das war es auf jeden Fall schon mit dem Video, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.